Und es ist schön laut hier in der Arena. Was ist das für ein Gefühl, dieses Spiel in der Nachspielzeit nochmal umgebogen zu haben? Ja, unfassbar. Also Pokalhalbfinale und dann waren wir in der 94. Mal das Tor und dann auch in München. Ich glaube, viel Schöneres kannst du im deutschen Pokal nicht machen. Das war ein Spiel, was mit dem 1-0 für die Bayern so einen normalen Verlauf zu nehmen schien. Was ist in der Mannschaft danach vor sich gegangen? Ich habe das Gefühl gehabt, da ist der Ruck erst so richtig durchgegangen. Ja, es kommt häufig vor, dass man, wenn man in München 1-0 in Rückstand gerät, dass man dann schnell in die, sag mal, die Verfassung verfällt, nur noch verwalten wollen. Hauptsache, wir kriegen jetzt nicht 4-5. Und wir haben uns einfach vorgenommen, egal ob wir heute 1-0, 2-0 in Rückstand sind, wir machen immer weiter und ich glaube, das haben wir heute gut gesehen. Hat der Matchplan, das war ja klar, wie man heute hier spielen muss, hat ja hundertprozentig funktioniert? Ja, natürlich brauchen wir auch ein bisschen Glück. Die haben die Latte getroffen, hatten sicherlich mehr Ballbesitz, hatten sicherlich mehr Szenen im letzten Drittel, aber ja, dieses Quäntchen Glück brauchst du auch hier und ich fand, wir haben das gut gemacht, ja. Das Bild, was hier eben vor der Fankurve entstanden ist, ich glaube, das ist eins für die Ewigkeit, oder? Absolut. Also ich glaube, Pokal, wie ich gesagt habe, Pokal-Viertelfinale in München, da sind nicht viele weitergekommen und ja, deswegen wird das ein Bild für die Ewigkeit bleiben. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön.